Hey, meine Freunde, ich habe hier was ganz Besonderes in meinen Händen. Und zwar habe ich hier vier Promo-Booster aus dem japanischen 25th Anniversary Edition. Und zwar ist das die japanische Variante zu unseren Celebrations, was wir so kennen. Und zwar ist das Set am 22.10. erschienen. Und man konnte ein Display bestellen und hat dann hier dazu noch Promo-Booster bekommen. Und das Besondere an diesen Promo-Boostern ist, dass wir hier vielleicht ein Glurak ziehen können, beziehungsweise die Starter, die wir aus Celebrations kennen, aber mit dem anderen Stempel, und zwar mit der 25 und nicht mit dem Pikachu, den wir kennen. Und ich würde einfach sagen, ich öffne jetzt diese vier Booster hier in diesem Video und vielleicht haben wir ja Glück und ziehen einen Glurak. Das wäre natürlich der absolute Hammer. Und ich würde sagen, ich fange jetzt mal mit dem ersten Booster an. Mich würde auf jeden Fall interessieren, habt ihr von dem Set gehört? Wie findet ihr das? Habt ihr euch schon mit den Boostern auseinandergesetzt? Weil hier haben wir, in diesem Booster haben wir jeweils nur eine Karte drin. Ich finde, das Booster an sich sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Macht was her auf jeden Fall. An alle, die auch wirklich Sealed sammeln, finde ich, das ist ein wirklich schönes Sammelobjekt. Aber ich kann nicht anders und muss die Dinger natürlich öffnen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem ersten Booster an. So. Und hier haben wir schon die erste Karte. So, und oh, okay. Die Karte kennen wir schon aus Celebrations. Die sieht aber richtig nice aus. Und zwar hat die einen anderen Holo-Effekt. Wie ihr seht, geht das über die ganze Karte. Und ich finde den Stempel auch richtig schön von der Karte. Ich habe jetzt den Namen leider vergessen, aber wie ihr seht, ist es aus der EX-Reihe. Ich habe es schon mal gezogen. Es ist wirklich eine schöne Karte. Aber es geht jetzt weiter. Und zwar haben wir hier nochmal drei weitere Booster. Wir hatten leider kein Glück und haben nicht das gezogen, was wir ziehen wollten. Aber wir haben ja noch drei Chancen. So, ich öffne die nochmal. Und vielleicht ziehen wir aus diesem Booster Glurak. Ah, schade. Leider auch nicht, aber seht ihr das? Hier ist einmal der 25-Stempel und der Holo-Effekt ist anders. Hier haben wir, dass die Karte am ganzen Rand glitzert. Sieht nochmal ganz anders aus als wie bei uns. Macht auf jeden Fall was her, wie ich finde. Und es fühlt sich auf jeden Fall viel wertiger an und nicht so dünn und leicht wie bei uns. Also ihr merkt richtig, da steckt Material dahinter. Ich finde, das ist auch eine sehr, sehr schöne Karte. Aber wir machen mal weiter und haben hier noch zwei Booster Packs. Ich würde sagen, wir machen mit dem hier weiter. So. Mich würde ja interessieren, ob ihr auch japanische Sachen sammelt, weil ich finde die auch extrem schön. Ich habe zum Beispiel Sky Legends komplett voll, wenn euch das was sagt. So. Booster Nummer 3. Und? Nein! Ich hab Glurak gezogen, nicht dein Ernst. Oh mein Gott, ist die Karte schön. Alter, was? Niemals. Alter, seht ihr den goldenen Rand? Ist die Karte schön. Oh mein Gott, ist die Karte schön. Seht ihr das? Dieses Holofoil. Alter, was ist das bitte für eine Traumkarte? Ich habe ihn einfach gezogen, okay. Direkt, Leute, mal sleeven. Nein, nicht dein Ernst, ey. Im dritten Pack. Alter Falter, was? Einfach den Big Boy. Schaut ihn euch an, wie schön der ist. Oh mein Gott, okay. Du kommst erstmal hier hin. Wir haben noch ein Pack. Was? Einfach Glurak? Ey. Krass. Was geht hier ab, ey? Dieses Set, generell das 25-jährige Jubiläum, Leute, meint es echt gut mit uns. Also wer meine letzten Openings gesehen hat, weiß, was ich meine. Jetzt kommen wir hier zu der letzten Karte. Und Groudon. Geil. Seht ihr das? Wie die Karte glänzt? Cool. Die sieht auch richtig nice aus. Okay, ich sleeve mal jetzt mal alle Leute. Ich bin gerade ein bisschen nervös, weil ich kann es nicht glauben.
So wie ich das verstanden habe, ist die Chance 1 zu 25 Glurak zu ziehen. Und wir haben ihn eiskalt gezogen, Leute. Und zwar aus dem dritten Booster. Das ist einfach krass. Das ist gerade zu krass, ey. Alter, was sind das bitte für Hits? Und wie schön auch die Karten sich anfühlen. Aber Glurak, du kriegst sofort einen Top-Loader, ey. Ich habe so Angst gerade, Leute. Krass, ey. Die ist so schön auch noch, ne? Ich bin gerade ein bisschen baff, Leute. Also, ich habe mir noch mehr Booster bestellt. Alter Falter. Ist die schön. Wow, ey, ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ist das ein Glück, ey. Einfach der OG, ey, schlechthin. Ja, also ich bin baff, Leute. Ich danke euch auf jeden Fall für das Video, dass ihr das Video angeguckt habt, meine ich. Ich bin komplett weg gerade. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.